Hallo Freunde des gepflegten Pokémon-Sports. Ich habe trainiert nach dem letzten Mal, wie ich ja versprochen habe. Ich habe zwar gesagt, so Level 17, 18, aber ich habe gedacht, ein, zwei Level mehr, die werden uns auch nichts bringen. Und deswegen sind wir jetzt alle auf Level 20, also alle unsere Pokémon auf Level 20. Oder ja, mal unsere, genau. Nicht wir sind auf Level 20, das wäre... Naja, nein. Wenn es danach ginge, wäre ich auf Level... es geht ja nur bis 100, die Skala, ne? Okay, also nicht zu erfassen. Nein, kleiner Scherz. Okay, dann gucken wir doch mal weiter. Wir waren zuletzt im Wald stehen geblieben und da hat uns ein Trainer kalt gemacht, der doch so schön die zwei Entwicklungsstufen von den zwei schwächsten Pokémon benutzt hat. Und da wollen wir doch mal gucken, was denn hier so losgeht. So, Rematch, Junge. Ein Pokémon-Trainer geht sich nicht einfach davon. Nee, machen wir ja auch nicht. Diesmal nicht. Letztes Mal hätte ich gesagt, ja. Weil du uns ganz schön den Arsch aufgerissen hast. Und du heißt Eusebius, sehe ich gerade. Das habe ich letztes Mal gar nicht bemerkt. So, Pudox. Ach nee, Pudox hat er ja dazu stimmt. Egal. Glut, wir sind jetzt Level gleichwertig. Das heißt, du solltest uns nicht sofort in den Hintern treten. Und das ist deine Spezialattacke, das ist ja gut. Wenn du keine physische einsetzt, ist das alles kein Problem. Jacqueline war natürlich wieder am schwierigsten zu trainieren, das muss ich ja gar nicht erwähnen, hoffe ich. Die anderen Pokémon sind einfach so ein bisschen stärker. Ja, stärker. Das kann man so sagen. Vor allem, oh, das zeige ich euch gleich noch. Vor allem. Wie heißt's? Gut, das mal zu erwarten, der Schaden. Und da du schneller bist, ist das ganz schlecht. Ja, Trank hilft uns auch nicht, aber ein Pokémon-Wechsel hilft. Wer hat dann hier die besseren Verteidigungswerte? 6. Achso, naja, damit nichts zu tun. Gut, wer hat mehr? Die Coronis. Dürfte sogar schneller sein, ist ziemlich schnell. Ach, du machst sogar nur Energiefokus. Ach, das ist ja lieb. Jo, dann machen wir mal Schnabel und hoffen, du bist nicht weg. Super. Ja, Coronis ist sowieso so eine ziemliche Tötungsmaschine. Zeige ich euch gleich von den Werten her. Ist das Vieh echt zum schnellen Töten ausgelegt. Es ist ein Ninja. Alter, 450 Level up. Und Coronis kommt auf Level 21 Star. Sehen wir es doch. Angriff 47, Spezialangriff 46. Schnelligkeit Level 48. Also das Vieh ist schnell und stark, beidermaßen. Von der Verteidigung her nicht so gut, aber ist halt zum schnellen Töten ausgelegt, wie ich das ja schon erwähnt habe. So, womit soll er relativ schnell fallen? Ja, da fehlt jetzt das Tee, aber das ist mir völlig egal. Könnt ihr euch ja schnell angucken. war der schlecht. Ja, komm, ja, ich wollte schon sagen, du bist doch ein intelligentes Pokémon. Ganz nach deinem tierischen Vorbild. Ah, das Vieh levelt zu schnell. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Ja, zum Glück. Und wir gewinnen ein bisschen Geld. Na, was hast du noch zu sagen? So ein Mist, ich muss noch ein paar Stärke. Ich muss ein paar Stärke auffangen. Jo, tu dat. Interessiert mich jetzt nicht mehr. Und ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, was mit dem Zorn ist. Es liegt auf jeden Fall am Emulator. Vielleicht ist die ROM auch nicht. Ich weiß es nicht, ob die Apps da und an der ROM liegt, aber. Ich kann da jetzt nicht groß was ändern. Nee, dann geht's ja regulär weiter. Ich will ja erstmal hier. Ja. Ein Blutzo. Das ist alles kein Problem mehr. Wie 11. Willst du uns veräppeln oder was? Das sollte sogar Jacqueline schauen. Jawoll. Super, Jacqueline. Hast du gut gemacht. Endlich mal. Was? Bist du ja vielleicht. Naja. Das waren 2, 3 Schritte. Bin's hier. Das Vieh wird Jacqueline wahrscheinlich zu mir in den Arsch treten. Gucken wir mal. Nö. Okay, ich schätze schon gerade ein bisschen, nachdem ich sie vorher stets überschätzt habe. Alles klar, soweit. So, was gibt's hier oben? Hier war da eigentlich nur der Umweg, oder? Ach nee, ein Trainer kommt. Cool. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Weißt du,
Also, super, wir sind selber erst 10 Jahre alt oder so. Weltklasse, Scaraborn. Gut, das Level 18. Ja, Chaplin ist dann mal weg. Ich hoffe, Ausdauer ist okay. Ausdauer kannst du machen. Kann Chaplin wenigstens angreifen. Und sogar einigen Schaden verteilen. Vorhinschlag war es dann für Chaplin. Auch wenn er nur zweimal trifft, das ist ja Weltklasse. Ach ja, ein schönes Tier. Ein schöner Begleiter, eine schöne Begleiterin. So, ich muss hier die weibliche Form. Das ist ja schließlich auch weiblich. Ja, Glut dürfte normalerweise jetzt auch ausreichen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Logi nicht etwas geringere Spezialattackwerte hat. Ja, wahrscheinlich. So, aber noch einmal Glut sollte reichen. Hornattacke verträgst du wesentlich besser als Chaplin. Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen. Sind ja beides wunderartige Wesen. Feuer als Element. Ach, du hattest nur ein Pokémon. Oh nein, alles ist schief gegangen. Jo. Und nur 288 Pokédon, ne? Bist aber knausig. Und ich hätte so gern die Turbo-Treter. Ganz ehrlich. Turbo-Treter sind wichtig. Aber die kriegen wir wahrscheinlich erst im. Oh, das erste Feld, ich bitte euch. Hallo. Oh nein. Oh nein, Pottwort. Weg, 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 weg. Nein, ja. Nee, nee, nee. Nee. Ja. Gut. Also, Pottrott ist furchtbar. Das kann 8 Level niedriger sein. Also, einem Chaplin tritt das auf jeden Fall in den Arsch. Das Vieh ist ja quasi nicht zu knacken im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt darf Logi zu Beginn. Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Nein, weiß ich nicht. Ah, wir haben ja zwei Pokémon schon dabei, die sich nur durch Steine entwickeln. Und den einen gibt es, glaube ich, erst ab Generation 4. Das heißt, Coronis wird sich nicht entwickeln, was ich sehr schade finde. Bedroher von Logi. Ja, ja, das kennen wir schon. Ach nee, warum nehme ich denn Giftbiss? Giftpuder, oh. Happy Welcome. Hm. Vergiftung ist aber nicht so schlimm. So, ich sag dann mal, bis dann. Boah. Jetzt macht jemand schön Wortwitz kaputt. Arsch. Du Milchtrinker. Nichts gegen Kronk, aber. Jetzt mach ich sicherheitshalber mal genug, bevor er noch einen Trank raushaut. Auch wenn jetzt bis dann damit natürlich nicht klappt. Mensch, der Wortwitz war schon so schön. Schlecht. Ah, dann macht er mir noch kaputt. Hilmar. Hilmar. Seine Freundin heißt Wilma. Okay, nee, der war schlecht. Der war wirklich mies. Aber Glut ist nicht mies. Glut ist heiß. Und die geben ziemlich wenig EP, die Viecher. Und jetzt kommt Glut. Ja. Ich warte als darauf, dass ich Pokémon wechseln kann, aber ich habe ja den Wechsel aus. Stimmt ja. Ja. Weil ich das Vieh eigentlich mal vor Gift retten wollte. Wenn du jetzt dich angreifst, Superschall geht daneben. Das ist so wunderbar. Ja, Gift verletzt sich immer noch. Ich hab's kapiert. Gib ich dir. Ja, doch, ich geb dir gleich noch Gegengift. Die brauche ich ja nicht mehr so häufig dann. Erstmal. Wenn man durch diesen Wald gekommen ist. Ich hab die ja hier unten gekauft, weil ich ja noch nach dem alten Schema F gerechnet hatte, wo ja hier so 1000 Honly Us sind. Honly Us? Honly Us? Deswegen. Und da wir eh so viele haben, ja, eine auch nicht viel aus. Und unser kleiner Lubi darf weiterkämpfen an der Spitze, an der Front. Und die anderen mit seiner Anwesenheit bedrohen. Hallo Paras! Hallo Paras! Paras, Paras, ja, egal wie. Wir haben es kapiert, aber ich möchte nicht kämpfen, weil du bist es mir nicht wert. Das klingt überheblich, ich weiß, aber. Ach, ich nehme, was ich kriege. Das ist ja mal ein nettes Geschenk. Warte mal, irgendwo war da hier Lacke hier noch dann gleich was im hohen Gras, meine ich. Erstmal kämpfe ich gegen dich, du warst immer relativ stark. Sehr klar, ist ja auch so quasi der Routenboss, der Routenchef, der Routenroschi. Des Vertania City Waldes oder des Vertania Waldes und du hast den. Was? Hä? was?
Was? Was ist los? Warte. Das ist... Das ist sehr gut. Ja, ich weiß das jetzt nicht. Hat der da einen Ratzfratz Level 1? Jawohl, wie kam der überhaupt so weit? Jedes so, Mann. Das ist sehr gut, ja. Logi macht Blut. Damit ist es auch gut. Es reimt sich und ist schlecht. Doch das ist mir nur recht. Ja, das war jetzt mal eine, ja, positive Überraschung. Ist sehr schön. Hey, Mutenroshi. Acht auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik kleinhacken. Und alte Säcke wie ich mich darin verstecken und spannen. So, ich bin aber noch mal gespannt, was es hier für Pokémon gibt, bevor ich mich heile. Dann gucken wir uns doch schon mal den Arena-Kampf an. Ein Koronis. Ach Quatsch, Quackworks heißt es ja ursprünglich, ja. Das kommt davon, wenn man seine Pokémon nimmt. Aber ein männliches Exemplar, und warum mache ich überhaupt Biss? Ja, ist mir schon klar, dass es nicht sehr effektiv ist. Und Staunen sollte ja nichts machen. Das ist relativ schwach. Und so kriegt Logi auch noch ein bisschen EP, aber ich möchte mal sehen, ob es hier noch ein bisschen was gibt, irgendwas Neues, was man vielleicht fangen könnte. Was es sich lohnt zu fangen. Ein Lüdibar gehört auf jeden Fall nicht dazu. Wenn ich ehrlich bin, bin ich noch nicht so Fan von gewesen. Ich bin sowieso nicht so der Fan von Käfer-Pokémon, kann ich nicht sagen. Ich hatte in meinem allerersten Mal spielen. Das ist ein toller Satz auch. In meinem allerersten Mal Pokémon. Oh Gott. Haha, man möge mir bitte einen Duden geben. Aber das war's jetzt. Als ich das allererste Mal Pokémon durchgespielt habe, ja, da hatte ich ein Smetbo und beim zweiten Mal auch, weil Smetbo fand ich irgendwie cool. Es hatte Schlafpuder, Toxin, Psychokinese und noch was. Psi-Strahl, irgendwas von bei mir. Ich ihm beigebracht, das war schon mächtig. Ich möchte unbedingt ein Pikachu und tausche einen mein Pipi dafür. Mein ein Pipi. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Ja, schön, dass du hier trotzdem sehen ruhig rumstehst und... Ja, du heil mal bitte endlich, dass wir mal nicht ohnmächtig hier ankommen. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass der Ton sich ein bisschen überfangen hat jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich irgendwie an der ROM am Emulator, aber groß was rumstellen kann ich nicht, ja. Falls mal so... Da passiert's kaum, soll ich sagen, aber egal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen, dass es nicht schlimm ist. Ich versuche das ja ein bisschen auszugleichen mit viel Gerede. Gerüchten zufolge sollten die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Ja, die hätten von mir aus auch da bleiben können. Ich mag die Viecher nicht. So, Jacqueline geht natürlich voran. Ist super geeignet hier. So, dann komm mal. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du Rocko herausfordern kannst. Ha, Satzung gebaut. Erfolgreich. Ja, ich beziehe mich jetzt mal nicht auf seine Aussage von den Lichtjahren und so weiter. Das macht so ziemlich jeder. Das dürfte man schon zu genügend gehört haben. Level 22. Okay, das ist eine Ansage. Aber das Vieh hat auch ziemlich schlechte Verteidigungswerte. Das sollte Jacqueline sogar schaffen. Das Vieh ist schnell, hat einen relativ guten Angriff. Und kann schaufeln. Oh, Moment. Nee. Das ist sogar gut. Haha. Wie gut, dass wir ein Flug-Pokémon haben. Du schaffst das, Koronis. Natürlich schafft sie es. Koronis dürfte sogar schneller sein. Jawohl. Dick das. Sitzt ziemlich schnell. Das muss man ihnen lassen. Ach, mehr war das nicht. Auf Level 22. Ja, gut, das kennen wir ja. 440 Pokédollar. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocko. Jo. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut.
Itsumi, Mar, ich meine Nas, Breaker. Also, das ist wirklich sehr schön. Meine Devise ist Pokémon einzusetzen mit einer lustigen Nase. Deshalb hole ich dich jetzt mit meinen super Nasenmon. Pokémon, willst du kämpfen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Oh, wie gut ist das denn? Und du bist nicht Rocco. Von Leiter Robert Flach. Ja. Nasknet wird von Leiter. Nasknet? Okay, kenne ich nicht. Aber ich finde das sehr gut gerade. Aber nur auf Level 15. Das ist wirklich erträglich. Das ist nicht sehr effektiv. Und es kann Erdbeben. Na, ziemlich geil. Okay, damit dürften wir unser erstes Problem-Pokémon schon gegen uns haben. Was machst du? Ach nee, du hast keine Beere. Ach, Überreste! Oh, bist du fies. Deswegen vergifte ich dich erstmal. Dann bringen dir Überreste auch nichts mehr. Okay, das ist nicht so leicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele Pokémon er hat. Ja, Erdbeben, damit ist jetzt schon die Hauptgeschichte. Was aber nicht schlimm ist. Okay, eigentlich ist es schon schlimm, aber was ist denn Nasknet, wenn Feuer nicht so effektiv ist? Gestein und Boden? Obwohl, war Feuer auf Gestein ineffektiv? Ich weiß es nicht. Was dürfte im Stein-Pokémon sein? Das ist sehr nah. Wenn es Gestein ist, dürft ihr auf Flugattacken nichts ausrichten. Ich probier's mal mit der Staune. Ach, über. Ja, ja, komm. Das ist natürlich blöd. Und der Staune macht schon mal ein bisschen Schaden. Ah, Überreste. Also, Überreste wird nervig. Verfolgung macht nicht viel. Reicht. Ja, Donnerschlag kann es natürlich. Aber ist nicht sehr effektiv, danke Unlicht. Ja, das ist jetzt kein Problem, weil Verfolgung und bist weg. Hui, Hartnuss. Ja, Level 22 ist wunderbar und du darfst ja auch gleich weitermachen. Dunkelnebel. Nehme ich. Odu. Odu ist nicht. Moment. Ja, Flugball. Ja. Ja, du kannst Stein hagen. Alles klar. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wie gesagt, ich wollte ja nur mal reingucken, ne? Nein. Ja, das ist ja schön. Ach, wieso kannst du noch? Was? Hä? Willst du mich verarschen? Aber es reicht nicht, gell? Nein, du kannst dich auch überreste, oder? Natürlich. Verarsch mich doch. Aber es hat nicht ganz gereicht für dich. 184, so, du hast. Was? 6 Pokémon? Was? Natürlich. Oh Mann. Okay. Ich sage einfach mal voraus, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen werden. Nie im Leben. Schaffen wir nicht. So, Octazooka. Sehr effektiv natürlich. Ach du Scheiße. 6 Pokémon. Was ist das denn Abartiges? Die Viecher werden immer stärker. So, komm Schnabel. Volltreffer. Letzten Ruf und du reißt schon ein Octazooka. Ach du Scheiße. Oh boy. Ach du nee. Ja, den, das kennen wir schon. Das ist. Aber ich fand diesen geänderten Text richtig genial, aber. Das 6 Pokémon und dann so Viecher und dann. Vor allem ein Dodo, das konnte. Donnerfaust, Donnerschlag, irgendwas und Erdbeben und. What the fuck?
Ey, das ist sehr unschön. Das geht doch nicht. Gut. Und damit, ja. Auf jeden Fall gucken wir uns mal weiter unten um. Würde ich jetzt mal sagen. Also, ob hier noch irgendwas gibt.